Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge von Project Unstable 6. Hi, ich sehe mich wieder. Ich habe ausgenommen ein bisschen was probiert und gemacht und getan. Und wir haben jetzt hier hinten schon mal ein schönes Räumchen. Ich habe mir mal überlegt, wie wir das hier aufbauen könnten, wie das aussieht praktisch so. Praktisch mit dem Vierer, das hatten wir uns ja überlegt. Wir hier in der Mitte nochmal einen Platz haben und ich habe das jetzt erstmal so gemacht. Vorteil ist, von der Höhe her können wir sogar unter den Boden gehen, das heißt, ich kann das hier zu den Seiten noch ausbauen. Ich wollte nur erstmal irgendein getrenntes Ding haben, dass es nicht unbedingt so aussieht, wo wir bauen, sondern dass es aussieht, als wäre es alles schön und toll und yeah. Genau. So, ihr seht, ich habe hier einen Mana-Pool-Minecart, wo schon ein bisschen Mana drin ist, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich gerne Mana abfragen würde. Und das kann ich hier drüber jetzt machen. Das heißt, ich kann hier lesen, was der Comparator ausgibt. Der gibt 3 aus. Und dann können wir ja hier im Endeffekt uns überlegen. Das heißt, im Endeffekt, und dafür, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, ich bin ein sehr visueller Mensch. Deswegen nehme ich mal einen Zettel und wir rechnen das jetzt mal durch. Die letzte Folge kam sehr gut an, auch wenn wir nicht viel gemacht haben. Wo ich ja gesagt habe, da machen wir praktisch die Hinführung zur Automatisierung praktisch, wie ich mir das überlege. Deswegen, ich hatte jetzt überlegt gehabt, schon mal ein bisschen hier praktisch mit Zusammenrechnen, Subtractor und was weiß ich nicht, weil ich überlegt hatte, wie könnte man am besten das irgendwie machen. Aber weil das so gut ankam, machen wir das jetzt im Endeffekt nochmal ein bisschen hier drin. Warte mal, habe ich denn, Moment, ich kann doch das Clipboard nehmen, dann brauche ich es nicht aufschreiben, dann kann ich euch das zeigen, meine Berechnung. Wir haben doch ein Clipboard, nehmen wir das. So, weil im Endeffekt müssen wir uns ja jetzt überlegen, wie wir das ganze Zeug angehen. Das Problem ist nämlich folgendes. Wir haben 2 Fälle. Wenn die Mana-Pump, nämlich, also beispielsweise, wenn wir jetzt einfach nur den Comparator-Output ausgeben würden, zack, als Redstone, dann würden wir sehen, das Minecart würde stoppen. Würde jetzt theoretisch ankommen. Ich mach's mal in die andere Richtung, weil dann funktioniert es automatisch. Zack. Und es geht immer wieder an. Weil Mana drin ist. Er würde nichts rauspumpen. Das Problem ist dann, angenommen, das Mana-Minecart wäre jetzt leer, dann würde das passieren. Es würde stehen bleiben. Und das ist ein Riesenproblem. So. Nein, bleib stehen. Bleib da. Kann das auf der Schräge stehen bleiben? Nee, oder? Doch. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, die rutschen dann. Okay. Also. Das können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen eigentlich messen, dass wir die Schiene nur anschalten, wenn ein Minecart da ist. Mit Mana. Wie messen wir das? Das ist die große Frage. Ich hatte jetzt mal 2 Sachen überlegt, die wir machen könnten, um das irgendwie zu messen. Wir könnten zum einen einen Entity-Detektor machen, der praktisch noch guckt, ist ein Entity da, ist ein Minecart da, dann machen wir irgendwas. Ansonsten ist die Schiene immer aus. Das heißt, dass wir 2 Sachen kombinieren. Das wäre eine Möglichkeit. Der Entity-Detektor hat allerdings das Problem, dass er ein bisschen teuer ist. Wir brauchen Crystallized Chorus Flower. Ich habe einen gemacht gehabt mal. Ich habe den jetzt nicht hier. Entity. Reader war es, ne? Ja, nicht Detektor. Und habe schon mal ein bisschen damit rumexperimentiert. Also, es ging. Wir könnten damit abfragen und könnten damit interagieren. Ich hatte aber überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir es auch anders machen können. Das Problem der ganzen Sache ist, nein. Integrated Dynamics hat ein Problem. Wir müssten theoretisch einen Wert lesen. Und wenn dieser Wert, also beispielsweise beim Comparator, wir müssten lesen, ist der Wert mal hoch. Das heißt, der Wert ist hoch. Dann warten wir, speichern uns das als praktisch Wert. Ey, es ist ein hoher Wert da gewesen kurzzeitig. Das heißt, Minecart war stand hier oder steht hier. Wert war hoch. Wir gehen runter. Ist der Wert unten? Aktiviere die Schiene. Resette die erste Value. Geht mit dem Computer leicht.
Muss ich ehrlich so sagen. Es geht wesentlich leichter mit einem Computer. Das ist so ein bisschen mein Dilemma im Moment. Mit einem Computer ging es tausendmal leichter als jetzt mit Integrated Dynamics, weil einfach nur ich mit Integrated Dynamics, wenn ich mir recht entsinne, kein Value speichern kann. Ich kann Folgendes machen. Hilfe. Nee. Gab's nicht so ein Ding? Nee, dann habe ich mich vertan. Hier. Ich glaube, das war das Ding. Expose the history of a value as an aspect. Das heißt, wir können rauskriegen, was praktisch eine Value war. Das heißt, wir können eine Value vergleichen. Ich glaube, das war das Ding, der Delayer. Wenn ich mich den Sinne. Das könnten wir auch machen, dass wir mit einem Delayer arbeiten. Aber ansonsten haben wir hier keine Möglichkeit, das ist FE Stored, Entity Energy Stored, EU Stored. Genau, das ist nur das. So kann ich nicht. Wir können mit NBT arbeiten. Wir könnten uns ein NBT-Tag machen. Das könnten wir vielleicht machen. Wir könnten ein NBT machen. Item NBT. Können wir normal NBT machen? Ja, wir könnten einen normalen NBT machen. Und danach könnten wir sagen... Können wir sagen Set? With. Genau, wir könnten mit einem With arbeiten. Wir bräuchten halt einen Haufen Variablen, die wir programmieren würden. Aber dann könnten wir es theoretisch in einem NBT speichern. Wir könnten dann sagen, per String Identifier, halt normaler NBT-Zugriff, wir speichern im NBT ab, was der Wert ist. Und wenn wir feststellen, der Comparator-Wert ist 0, gucken wir, ob wir was gespeichert haben im NBT-Tag. Wenn ja, löschen wir es. Ich weiß, und das könnten wir sagen, indem wir sagen with, dann würden wir praktisch, wir kommen wieder ein NBT-Tag raus und können dann sagen, den String setzen wir auf 0 beispielsweise. Und dann könnten wir das wieder vergleichen. Allerdings ist das so ein Riesenaufwand. Dieses Vergleichen, diese ganzen Variablen, die wir bräuchten, dass ich ehrlich sagen muss, Integrated Dynamics ist mir dadurch etwas zu kompliziert. Es wäre schön, und das gibt's leider nicht, dass wir eine Rail haben, welche besser aktiviert werden kann. Also praktisch, dass wir einen Minecart stoppen können. Auf einer normalen Schiene vielleicht. Und dem dann einen Boost geben können. Dass wir, und dass wir auf diese Schiene auch Daten abgreifen. Also ich kann von dem Minecart-Pool kann ich übrigens keine Daten abgreifen. Ich habe mal geguckt mit dem Entity-Ding, wenn ich das Ding mal hier hochschiebe. Bleib. Zack. Nein! Bleib, nein! Nein, das ist zu viel Energie, die ich da reinstecke gerade. Komm hoch. Stopp. Okay, fahr noch bis hier vor. Das ist okay. So. Wir mal gucken. Das Einzige, was wir sehen, ist Entity. Mana Pool, Minecart. Da könnten wir jetzt... hier können wir praktisch rein... Ups, hier kriegen wir raus praktisch, wie viele Entities wir haben. Das heißt, eine Liste von Entities. Wir können Item Frame Player, wir können allgemein abfragen, Entities, was gibt es für Entities. Wir könnten das abfragen, könnten darauf reagieren und können sagen, hey, wenn ein Entity da ist, mach das und das, ansonsten schalt's aus. Ist kein Entity da, ist kein Mana Pool, mein Card dann. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das... Ich glaube, das ist einfach nur auf die Liste zugegriffen, genau. Das heißt, kann ich... Moment. Falsch. Is Animal is Minecart. Ah, sowas könnten wir machen. Das ist sehr gut. Okay. If Entity is Minecart. Sowas könnten wir machen. Das ist okay. Also, ich glaube, das Einzige, was ich wirklich machen würde, wäre mit einem Entity Reader. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal machen. Einfach nur, dass wir es gemacht haben. Mit einem Entity Reader arbeiten und das im Endeffekt jetzt hier ausbauen, das kleine Netzwerk hier unten. Aber ich möchte gleich dazu sagen, höchstwahrscheinlich würde es nicht bleiben. Höchstwahrscheinlich würde es so werden, dass wir das
einmal ersetzen werden. Ich mache mal kurz das Minecart hoch, weil ich gerne mal wissen will, wie das ist, wenn das jetzt hier mit Speed ankommt. Wo es, weil hier oben würde es ja schon stoppen. Die Mana Pump erkennt es, ich will nur wissen, ob das Ding hier erkennt. So, warte mal, zack. Ja, wir sehen es, gut. So, wie gesagt, ich baue das jetzt mal auf. Ich finde es nicht schön, wie das dann jetzt praktisch ist. Deswegen, wie gesagt, es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wir es nochmal zu einem späteren Zeitpunkt umbauen werden. Ich weiß gar nicht, kann ich hier, gibt es einen anderen Entity Detector? Wir haben hier Entity Tracker Upgrade, was wir zum Beispiel in einer Drohne oder sowas nehmen könnten. Der Sensor, was hatte der nochmal? Der hatte ja im Endeffekt, wenn... Oh Gott, Block und GPS, ja, wir könnten eine Position machen und könnten abfragen, ob dort ein Entity ist. Aber nur, ob dort eins ist, mehr können wir nicht machen. Wir können nochmal so einen Sensor probieren, aber ich glaube, direkt Entity gibt es halt leider nicht, was jetzt gut wäre. Entity, ME-Identity, achso, ich war jetzt gerade, ich habe Entity. So, wir haben noch einen Entity-Detektor, da können wir mit dem Filter arbeiten. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie das hier. Deswegen, wir müssten das Redstone-Signal dann eingeben, müssten dort einen Redstone-Dingens haben, was es entgegennimmt. Es bringt nichts. Dass dieser Husten nicht weg will. So, wir machen einfach nochmal drei Kabel, das sollte reichen. So, zack. Okay. Wie gesagt, wir probieren das jetzt darüber einmal komplett und dann ist gut. So, das ist vom Comparator, das ist okay. Dann brauchen wir jetzt anstatt Subtract, mache ich mal gleich, dass wir hier das hier einmal haben. Und zwar. The selected entity in the target space. Nehmen wir das da. Zack. Damit haben wir ein Entity. Und dann müssen wir jetzt im Endeffekt abfragen. Ich nehme mal hier das ganze Zeug raus. Zack. So, und zwar müssen wir fragen. Ist Minecart Entity Variable Storage? So, wir speichern das mal ab. So, und jetzt haben wir, ob das Ding ein Minecart ist. Schon mal gar nicht so schlecht. So. Und dann müssen wir jetzt im Endeffekt das Entity, können wir schon mal einfach speichern, weil darauf müssen wir nicht zugreifen. So, jetzt müssen wir gucken, if is Minecart. Also, nee, das gibt's nicht so. Okay. Also wir müssen im Endeffekt gucken, ob es ein Minecart ist und ob der Comparator-Output größer als 0 ist. Nee, 0 ist. So. So. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, also if, also praktisch, wenn es ein Minecart ist, sollen wir die Überprüfung, das heißt, ob ein Redstone-Signal ausgegeben wird, ist es ein Minecart und trifft das andere zu. Das heißt, der Output ist kleiner gleich 0. Also 0. Das heißt, wir brauchen erstmal nur ein ist gleich. Der Comparator, also erstmal brauchen wir einen Integer. Zack, so, wir müssen gucken, ob, ich habe ja hier schon ein, ob es 0 ist. Ob der Integer einen Wert von 0 hat. Das heißt, jetzt können wir ein ist gleich machen. Und wir vergleichen jetzt, ob der Comparator Output 0 ist. Speichern das. So, jetzt haben wir das. Damit brauchen wir den Comparator Output nicht mehr. Und wir brauchen auch nicht die Integer mehr. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die zwei Boolean. Wir haben einmal, ist es ein Minecart und im Endeffekt ist es, ist der Output 0. Nur dann und nur dann, das heißt, wir machen ein End. So. Das Problem ist nur, warte mal, fällt gerade was ein. Gibt's ein if? Nee.
Weil mir fällt gerade was ein. Wir müssen ja ein Redstone-Signal ausgeben. Ah, oh, verdammt. Weil das Problem ist folgendes, um es mal zu erklären. Wir können jetzt die beiden Sachen reinmachen, dann haben wir praktisch unser Ergebnis. So. Das hier ist im Endeffekt, was einfach nur sagt, gib Redstone-Signal aus oder nicht. Problem, dieses Ding nimmt einen Integer-Wert entgegen. Das heißt, wir brauchen hier einen Wert. Hier, wir können einen Puls machen. Puls-Value, aber ich kann keine Dauer machen. Ja. Ah, nee, warte, hier. Hier gibt es noch ein Redstone-Ding. Ah, okay, es gibt noch ein zweites. Okay, gut. Ich habe mich verguckt. Das heißt, das können wir da reinlegen. Wunderbar. Das heißt, solange jetzt hier was ist, passiert nichts. Wenn das Minecart leer ist, sollte es einfach durchflutschen. Das heißt, ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal hier das Minecart, setze das mal hier drüben auf die andere Seite und hole mal nochmal Minecart. Oh, ich hab vollkommen vergessen, dass es dieses andere Ding gibt. Vollkommen vergessen. So, wenn ich das Minecart hinpacke, dann fliegt es durch. Das heißt, das Minecart... soll es hier oben drauf gehen? Was passiert hier? So. Also wenn das Minecart drauf trifft, dann sollte es eigentlich irgendwie... Ist irgendwas kaputt gerade auf dem Server? Minecart, also... So, okay, gut. Ich mag das nicht, dass da irgendwie so komische Sachen passieren. Okay, gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall das. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben jetzt unser grobes Setup. Wir brauchen leider dafür einen Entity Reader. Ich finde es persönlich nicht toll. Und was mich auch stört... Ach, das wollte ich nochmal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es kann sein, dass es geht. Ob wir die Blöcke chiseln können. Also ob wir da dran Chisel platzieren können an Integrated Dynamics Blöcke. Wollte ich einfach nochmal gucken. Moment. Zack, zack. Bits. Kann ich? Nope. Nope. Okay, dann nicht. Weil ich kenne nämlich keine Möglichkeit, und das stört mich so ein bisschen an Integrated Dynamics, ich kann hier nichts draufpacken. Ich kann ihn nicht verstecken. Ich verstehe nicht, warum es sowas nicht gibt. Warum gibt es keine Komponenten, die es irgendwie verstecken, dass man hier irgendwie nochmal einen Block hinmachen kann, dann ist es weg. Verstehe ich nicht ganz. Ja. Huch, was habe ich denn hier noch offen? Irgendwelche Videos noch offen. So, machen wir das wieder zu hier. Okay, wie gesagt, es sieht hässlich aus. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ich will nur mal gucken, ob es eine Art Cover überhaupt gibt von dem Zeug. Ich glaube nämlich nicht. Ich scroll gerade mal durch. Doch. Inside Facades. Ja, was für Fassaden? Da! Ah, das sind Vollblöcke! Ah! Okay, gut. Entschuldigung. Wir können die verstecken. Woo! Yay! Okay, dann bin ich mehr als glücklich. Dann ist mir das total geil. Ich brauche die Dinger. Was braucht das Zeug? Slimeball. Okay, dann nehmen wir nicht die Pink Slimeballs, weil so viele habe ich davon nicht, dass ich die gerne verschwenden möchte. So, Fassade. Wunderbar. Kann ich die... Wie färbe ich die ein? Rechts lege ich dann einfach drauf? Combine with blocking... Ah, okay. Zack, zack, zack. Okay, das ist cool. Jetzt ist nur die Frage... Warte mal. Hat man eine Frage. Kann ich da drauf Schienen platzieren? Ja, kann ich. Okay. Dann können wir das schöner machen.
Können wir es wesentlich schöner machen. Okay. Also, was heißt wesentlich schöner? Wir können es ein bisschen schöner machen. Ich kann es nämlich hier dahinter packen. So, jetzt geht natürlich hier alles kaputt. Ist ja logisch. Aber ich kann hier das hier hinten lang machen. Also beziehungsweise hier unten und dann hinten. Ist im Endeffekt die Anzahl der Kabel ist ja das gleiche. Der Vorteil ist, ich muss jetzt nur mal gucken. Entity. So, und zwar hatte ich nur normales Entity, ne? Zack. Was? Das ist ID 17. Ist das noch richtig? Ja. Okay, gut, super. Das heißt, ich kann das denn jetzt verstecken? Upsala. Okay, es hat einfach nur gedauert. Oh, es geht. Ich wusste das nicht. Ich dachte die ganze Zeit, es geht nicht. Weil ich nach normalen Fassaden. Ich habe nicht nach ganzen Blöcken gesucht. Okay, das ist natürlich cool. Okay, wieder was gelernt. Es geht. So, dann machen wir das mal wieder hier normal. Zack, zack. Wunderbar. Und das Ding sollte ja trotzdem die Entities lesen können jetzt. Ha, okay. So, das Ding sollte theoretisch, jetzt komme ich da dran. Ah, so. Genau, Entity-Lister. Wunderbar. Subi. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt drehen wir einfach das Ding mal um. Und gucken mal, was passiert. Es fährt die ganze Zeit und wenn wir es jetzt mal füllen würden. Kommt an. Und es geht nicht an. Yes! Wir haben's! Wir haben's! Yes! Ah, schön! Ah, ich freue mich. Wunderbar. So muss das sein. Wir können es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schöner machen. Wir können Kabel sparen, definitiv. Wenn ich noch eine zweite Fassade mache, können wir auf jeden Fall Kabel... Warum ist das so versetzt? Ist das hier gedreht aus irgendeinem Grund? Ich glaube, die Textur ist falsch gedreht. Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Textur falsch rumgedreht ist. Okay, aber wir können Folgendes machen. Warte mal, wir können das Ding wegmachen. Hier. Das Minecraft versetze ich mal, sonst fliegt mir das hier irgendwann noch runter. So. Wir können die Kabel mal ein bisschen umsetzen. Und zwar könnten wir das nämlich auch hier an diesem Block machen lassen. Das heißt, wir müssen praktisch hier nur drei Kabel haben. Brauchen natürlich zwei Fassaden, aber wir brauchen nur drei Kabel. Hallo? Ich brauche gerne mal... Nein. Da. Ich habe nur das Dr. Stone. So, zack. Okay, man verbraucht aber den Stein, den man da reinsetzt in das Crafting-Rezept. Okay. Ja gut, aber dafür hat man das... Hat man das. Ich weiß gar nicht, kann man die nochmal umcraften? Könnte ich jetzt sagen, ich möchte Cobblestone haben? Ja, okay, gut. Okay, so. Dann gucken wir mal. Ich könnte auch hier schon ein Kabel weniger verbrauchen, ne? Da kommen wir auf die gleiche Anzahl Kabel raus. Dann machen wir das doch so. Es ist dann das gleiche, dann brauche ich das nicht so zu machen, dann machen wir das so. Ich kann einfach das Kabel hier hinten platzieren. Brauchst ja nirgendwo anders. Dann mache ich nämlich hier unten die Fassade hin. So. Und mache hier den Block hin. Dann geht das genauso. Wunderbar. Und man sieht es nicht, es sieht schöner. Oh, ich bin glücklich. Ah. So. Einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist Teleportation. Wir brauchen noch eine Teleportation. Das heißt, ich brauche eigentlich noch mehr Teleposer. Oder beziehungsweise die Teleposer, die wir haben, müsste ich mal einsammeln. Beziehungsweise den hier oben wenigstens. Das heißt, ich mache mal hier das weg. Und wir packen mal die Schiene hier hin. Ich habe keinen Stein oder sowas. Ich habe gerade überlegt, was mir fehlt, was mir gerade komisch vorkommt, warum ich gerade geämmt habe, aber es war einfach der fehlende Stein. Okay. Gut. Zurück zum eigentlichen. Teleposer. Wir müssen nämlich irgendwie aktivieren. Was ja verständlich ist. Und wir müssen dem Ding ja ein bisschen Energie mitgeben. Ich habe jetzt zwei Sachen überlegt, was wir machen könnten. Entweder wir knallen das Ding hier direkt hin. Hier eine Activate Rail. Dann würde es natürlich hier rauskommen. Das heißt, wir bräuchten hier definitiv
nochmal eine Booster Rail, dass das Ding gleich erstmal hier irgendwie hoch saust. Ja, oder wir machen es halt hier oben und dann kommt es an. Das Problem ist nur. Na gut, wir können direkt dahinter eine Booster Rail packen. Das sollte reichen. Also machen wir den weg. Hier kommt der Teleporter hin. Da kommt das Ding drauf. Da kommt die Activator Rail dran. Und die Activator Rail würde ja theoretisch auch die Powered Rail boostern. Aber das wollen wir ja nicht. Die wollen zwar immer geboostert sein. Das heißt, wir nehmen nochmal einen Redstone Torch. Upsala. So. Setzen die einmal hier hin. Einmal einen Block drauf und dann. Nein, falsch. Das Problem ist, ich glaube, der Teleposer ist jetzt dauerhaft aktiviert. Das müssen wir gleich mal testen, ob das überhaupt funktioniert. Weil es kann sein, dass diese durch diesen Block ja auch den Block hier aktiviert. Das könnte durchaus sein. Wir warten mal kurz, es sollte gleich wieder voll zurückkommen. Oder auch nicht, weil es schräg war. Moment. Das Minecart ist ja, glaube ich, schräg. Ich glaube, ich darf das nicht so früh teleportieren. Ich glaube, es ist wieder am Boden. Es kam einfach nur falsch. Was? Warte, was? Oh, hat das gerade einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt mit dem Mauerglas? Ja, es teleportiert gar nicht, weil das Ding hier dauerhaft aktiviert ist. Warum? Ah, okay, es hat nicht teleportiert. Gucken wir nochmal. Was? Warte. Was? Vielleicht ist es doch dauerhaft aktiviert da drüben. Nee, das Ding geht woanders hin. Moment, der Teleposer ist ja nicht richtig eingestellt. Moment, wir müssen ja beide Teleposer umändern. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen vergessen. Okay, das ergibt durchaus Sinn, warum es nicht funktioniert. So, Moment. Einmal hier Teleposer auswählen. Wir müssen ja auch noch die andere Seite richtig konfigurieren. Okay, das erklärt, warum es nicht teleportiert wurde. Und dann könnte es natürlich sein, dass es durch einen ungünstigen Zusammenprall irgendwie halb drüber gerutscht ist noch und dann aber nicht teleportiert wurde. Moment. Wir gucken mal. Hui. So. Weil das Minecart wird ja nicht teleportiert, wenn es voll ist, sondern das wird ja teleportiert nach einer Zeit. Das ist ja im Endeffekt die Idee dahinter. So, es ist weg. Na ja, gucken wir mal. Jetzt sollte es ja da sein. Okay, also es wird doch richtig teleportiert. Wir müssen nur gucken, dass auf jeden Fall es reicht von der Geschwindigkeit, dass es nicht zu schnell ist, aber auch nicht zu langsam. So, also. Machen wir mal kurz Folgendes. Hatte ich nicht noch eine zweite Redstone-Torch? Hab ich die wieder weggetan? Ja, habe ich. Okay. Wir machen mal ganz kurz einen Test. Zack. Sollte ja gleich wiederkommen. Jo. Okay, es funktioniert. Gut. Dann würde ich sagen, wir drehen das Ding mal, den Spieß mal um. Zack, zack. Kurzzeitig hatten wir ein Fehlsignal. Jetzt ist das Ding weg, weil es ja genau ein Mana-Pool ist. Und jetzt sollte theoretisch das Ding kommen und stehen bleiben. Ja, yep. Wunderbar. Wir brauchen Sparks. Gut. Ah, schön. Und hier können wir dann den zweiten Anschluss theoretisch schon machen. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, hier haben wir einen Teleporter. Wir können dann hier auf die andere Seite auch einen Teleporter machen. Wir müssen halt nur gucken, die andere Seite muss eigentlich seitenverkehrt sein. Wenn wir es, also es kommt drauf an, wie wir den zweiten Input machen, wenn wir einen bauen. Aber, ja. Wunderbar. Okay, wir brauchen wirklich Sparks, damit wir nämlich das Mana da transportieren können. Und das heißt, wir brauchen einen, auf dem Mana-Pool, den wir jetzt gerade haben,
müssen wir einen Augment in den Spark packen, was dafür sorgt, dass der Mana-Pool immer sein ganzes Mana loswerden will. Und dass er praktisch die anderen Sparks füllt. Weil wir können entweder einen Dominant machen, was ich nicht gerne machen will. Weil beim Dominant ist das Problem, es würde nicht unbedingt so gut auf... Also wir bräuchten mehr Dominant, als wenn wir die anderen... Ich weiß nicht, wie der heißt. Dispersive. Nee, nicht Dispersive. Recessive. Wir brauchen einen Recessive Spark. Augment. Habe ich noch Sparks? Nein. Okay, also wir brauchen Spark. Zack, zack. Pixie Dust, natürlich. Ich mach's einfach mal so. Zack. Und, Hi, Mana Pool. Du kommst bald woanders hin. So, und flupp. Allgemein kommt ja alles bald woanders hin von Botania. So. Und wir brauchen unbedingt noch eine Möglichkeit, schneller hinzukommen. Ich meine, später dann nicht. Jetzt im Moment erstmal nur. Das habe ich übrigens auch. Habe ich das gezeigt, dass ich hier das... Auch ja, ne, habe ich sicher gezeigt. Das ist noch nicht, weil doch der... Das, der Portal da steht. So. Warum bin ich jetzt hierher gegangen? Wenn ich einen Spark machen will. Eins. Und... Zwei Sparks brauchen wir definitiv mindestens. Dann brauchen wir noch Mana Pool. Und wir brauchen theoretisch noch das Recessive. Da ist jetzt die Frage... Elemental Inscribing... Was war das? Eine Earth Rune, ne? Das heißt, ich bräuchte noch eine zweite Earth Rune, glaube ich. Verdammt. Okay, dann wird das erstmal doch nicht so schnell was. Kurz gucken. Die ist schon benutzt. Und ich habe gar keine Earth Rune. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Earth Rune. Gut, das heißt, ich bereite offscreen mal die Earth Rune vor. Weil wir brauchen zwei. Eine können wir öfter benutzen. Für das Recessive im Endeffekt. Die wird ja nicht verbraucht dabei. Das heißt, wir brauchen nur Mana Diamond Pixie Dust und wir brauchen das Elemental Inscribing Tool. Dafür brauchen wir eine Rune of Earth. Ja. Yeah. Das heißt, da muss ich leider nochmal zwei machen. Was aber nicht so schwer ist vom Zeug. Das kriegen wir hin. Also, ich krieg das hin. Offscreen. Gut. Ich würde dann jetzt aber erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben die Automatisierung vollendet. Es ist automatisiert. Es ist nicht perfektioniert. Da könnte man einen Spark draufsetzen, damit es schöner aussieht. So, es klimpert schön. Wunderbar. So muss das sein. Ich bin glücklich. Es sieht schön aus. Es funktioniert. Es hat... eine gute Geschwindigkeit, also wenn das Minecart reinkommt, dann hat es eine gute Geschwindigkeit, um rumzukommen. Eben weil wir hier noch ein Powered Rail haben. Wir könnten hier auch noch ein Powered Rail hinmachen, dass es hier auf jeden Fall dann hochkommt. Aber, ja. Es landet schön, es ist an einer schönen Position. Die Automatisierung funktioniert super. Wir haben das echt gut hinbekommen. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Wir können sogar noch einen Block sparen. Fällt mir gerade auf. Wenn wir den Variable Storage nehmen würden und hier drüben hin platzieren. Also praktisch hier anstatt des Kabels. Das könnten wir, glaube ich, noch machen. Aber das möchte ich nicht machen, weil das sinnlos ist, wenn ich das brauche. Wegen dem einen Kabel brauche ich das jetzt nicht mehr. Ich weiß gerade gar nicht. Es ist indirekt in einem Chunk. Das Stück nicht, aber das ist indirekt in einem Chunk. Ich hätte es noch einen Block nach hinten bauen müssen. Vielleicht mache ich das offscreen mal. Das ist das ganze Ding noch um einen Block rüber versetze. Dass wir hier halt einen 5er Abstand haben und dann hier einen 4er Abstand. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Na, mal gucken. Vielleicht mache ich das mal aufs Screen noch. Gut. Ja. Das soll aber erstmal für diese Folge jetzt reichen. Wir haben ordentlich was geschafft. Wir haben die Automatisierung fertig. Wir haben das System für die Automatisierung fertig. Das einzige Problem ist natürlich, wir müssten das für jedes ankommende Ding machen. Aber es sind nur die ankommenden, daher nur weniger als abfahrende. Und für die Abfahrenden werden wir es anders regeln. Da werden wir es mit einem einfachen Redstone-Signal machen, wo praktisch einfach nur die Mana-Pools beim Abfahrding einen Comparator dran stehen haben, der einfach nur sagt, was das Level ist. Und dieses Level übertragen wir. Also praktisch dieses Level berechnen wir kurz dort. Und wenn das Level so ist, dass wir, also im Endeffekt reicht das sogar wirklich, wenn wir hier einfach nur
Vielleicht mal gucken. Wir gucken uns das Level an, entscheiden, was das Level uns sagen will, geben das, wenn das Level unter ein gewisses Niveau fällt, geben wir ein Redstone-Signal ab. Mein Kampf fährt los. Ist das Redstone-Signal über einem gewissen Level, gibt Signal als Minecart, das dauert los. Das ist im Endeffekt alles. Das heißt, das eine Signal ist das Bestellen vom Minecart, da wird im Endeffekt eine Schiene umgelegt und das Minecart kriegt ein Signal zum Losfahren. Das ist alles. Ja, gut. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Das System ist da. Ich bin glücklich. Wir können alles Mögliche jetzt machen. Unser Minecart könnte jetzt theoretisch losfahren. Und würde gleich wiederkommen. Wahrscheinlich mit mehr Mana, als es eben hatte, weil wir wahrscheinlich noch was produziert haben. Ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Vielleicht hat es euch was gebracht. Vielleicht sagt ihr, jo, das ist eine tolle Idee. Ich brauche keinen Computer. Ich mache das. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und gehabt euch wohl.